Gentlemen, liebe Bettlerinnen und Bettler, ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer brandneuen Analyse des Royal Punchline Battles. Ich gebe nun ab an Rudi, den Battlebot. Moin moin liebe Teilnehmer und herzlich willkommen zu einer neuen Analyse. Entschuldigt das verspätete Erscheinen dieser Analyse, leider hatten wir technische Probleme. Heute befassen wir uns mit Jestic und Rico gegen Skorpion. Ich werde nun quick and dirty die Punkte der ersten drei Juroren bekannt geben und Chaotic wird dann fortfahren. Lasst uns also starten. Flow und Delivery ist die erste Kategorie. Hier gibt es 12,6 Punkte für Jestic und Rico sowie 11,6 für Skorpion. Nun folgen die Punkte für den Text. Jestic und Rico kommen auf 16 von 30 Punkten, Skorpion bekommt 10,6 Punkte. Kommen wir zur Audio. In dieser Kategorie gibt es maximal 15 Punkte. Jestic und Rico kommen auf 9,6 Punkte und Skorpion auf 8,6. Und nun weiter zum Video. 10,6 Punkte von 15 für Jestic und Rico, 9 Punkte für Skorpion. Nun folgt der Gesamteindruck. 14 Punkte für Jestic und Rico, 10,3 Punkte für Skorpion. Rechnen wir also zusammen und schauen dann, wie Chaotic wertet. In der Addition sind das 61,8 Punkte für Jestic und Rico, also 62 glatt. Skorpion kommt auf 51,1 Punkte, also 51. Dieses Battle entscheidet Chaotic, dieser folgt jetzt. Yo, Chaotic ist am Start und ich heiße euch herzlich willkommen zur fünften Analyse der Runde Nr. 1 im Royal Punchline Battle 2019. Heute Jestic und Rico versus Skorpion. Viel Spaß. Kommen wir doch auch direkt zur ersten Kategorie Video. Fangen wir mal mit Skorpion an. Er hat eine 6-Minuten-Runde. Yay. Er hat auf jeden Fall eine ordentliche Kamera organisiert. Das Bild ist scharf und sieht ganz gut aus. Die Kameraführung geht auch klar, könnte aber besser sein. Die Locations sind relativ unspektakulär, aber wenigstens nicht mega lahm. Jetzt kommen wir zu dem Problem an dem Video. Die Effekte. Grundsätzlich sind das ja coole Effekte und richtig eingesetzt kommen die sicher auch gut, aber leider häufen sich diese Handvoll Effekte in diesen 6 Minuten extremst. Jeder Effekt kommt gefühlte 100 Mal konstant vor und da gibt es kaum Pausen, in denen sich die Augen ausruhen können. Also versteht mich nicht falsch, die Effekte an sich sind nice, aber er packt ein und dieselben wirklich verdammt oft in die Runde. Vor allem werden sie hier nicht zum Szenenübergang genutzt oder auf den Beat angepasst, sondern da sind einfach random in jeder einzelnen Szene mehrere Effekte drin. Und leider geht das bei so einer langen Runde ohne bildliche Abwechslung ziemlich auf den Sack. Naja, so viel zu den Effekten. Beim Color Grading hätte man auch einiges mehr rausholen können und seine Performance bzw. das Lip-Sync an vielen Stellen ist so dermaßen off, dass es echt blöd aussieht. Im Gesamten ist das Video zwar qualitativ hochwertig, aber beim Edit wurde viel zu viel mit den Effekten übertrieben und nicht genug Wert auf zum Beispiel Grading oder den Schnitt gelegt. Schade. Jestic und Rico haben ebenfalls ein qualitativ sehr hochwertiges Video und auch eine noch bessere Kamera als Skorpion. Das Ganze wurde gut gegradet und man hat so einen rostigen Sepia-Look. Nur finde ich es auf Dauer über jede Szene fast zu eintönig. Wortwörtlich, weil das ganze Video gelblich gehalten ist. Aber grundsätzlich schon mal besser als gar nicht zu graden. Schnitt ist ebenfalls in Ordnung und vor allem die Effekte sorgen für einen flüssigen Übergang mancher Szenen. Optimal wäre es gewesen, wenn man den Schnitt noch besser auf den Beat oder den Text abgestimmt hätte. Im Gesamten zwar kein Meisterwerk, aber grundsolide und für dieses Turnier auf jeden Fall mit an der Spitze in der Videoabteilung. 8 Punkte Skorpion, 11 Punkte für Jestic und Rico. Zweite Kategorie, Flow, Rap und Delivery. Ich werde die Jungs hier mal nacheinander bewerten und ich hoffe, ich vertausche die beiden hier nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass anhand eures Teamnamens Jestic immer der ist, der zuerst rappt. Jestic rappt souverän über den Beat und trifft ohne Probleme den Takt. Das ist alles on point und er hat auch gut Druck in der Stimme. Er flowt angenehm, wenn auch mit wenig Abwechslung und seine Delivery ist nicht schlecht. Die Stimme selbst klingt zwar etwas freundlich, aber großartig stören tut das nicht. Bei Rico habe ich das Gefühl, dass er noch etwas unroutinierter als Jestic ist und sich mit dem Stimmeinsatz noch schwerer tut. Grundsätzlich rappt er dennoch gut, aber ab und zu verfehlt er eben den Takt. Zum Glück ist das kein großes Dilemma und ich sehe gutes Steigerungspotenzial in ihm. Seine Stimme generell finde ich passender, um auf solchen Beats zu rappen, aber da muss noch mehr Druck rein und er sollte sich um eine etwas deutlichere Aussprache bemühen. Cooles Team, die sich gut ergänzen. Jestic, der routinierte rappt und float und Rico mit der cooleren Rap-Stimme. Weiter so Leute und das kann nur geiler werden. Der Feature-Gast Zeki wertet die Runde auch nochmal positiv auf.
Sein Stimmeinsatz ist richtig gut und er rappt ausdrucksstark und on point. Gibt so gut wie nichts auszusetzen, mehr zu seiner Hook aber in der Audio-Kategorie. Mit mehr abwechslungsreichen Flows bei Jastic und noch mehr Druck sowie deutlicherer Aussprache bei Rico könnten sie noch mehr rausholen. Skorpion hat im Vergleich zu seinen Kontrahenten trotz seiner krächzigen Stimme den deutlich krasseren Stimmeinsatz und er rappte auch ohne Probleme mit guter Abwechslung im Flow auf den Takt. Also er weiß, wie er seine Stimme in den Rap-Parts einsetzen soll, auch wenn ich das sehr kratzige nicht so angenehm zu hören finde. Aber auch da mehr bei Audio. Er brüllt da manchmal schon echt ordentlich rum und nutzt das sehr gut für seine Flows. Hier mal ein paar Beispiele. Laber mich die voll, man schickt der Männer mit dem Vollbart, was die Albus mit dir formt, kannst du dir nicht einmal ausmalen. Ich grenz dich, werd es vergesst, da bin ich menschlich, erhändig, fress dich, Junge, Mann, ich kenn dich, bist ängstlich, hektisch, jetzt rennst du weg, Bitch, denkst du versteckst dich, ich komm und bang dich. Der geht da schon übel ab und flext sich die aus der Lunge. Mein größtes Problem an seiner Runde wirkt sich sowohl auf diese Kategorie als auch auf die Audio und das Soundbild aus. Ich weiß nicht, ob es Nuscheln oder Lispeln ist, aber auf jeden Fall spricht er fast alles ziemlich unangenehm aus. Man kann sich das nicht so gut geben, beziehungsweise hat man auch manchmal echt Verständigungsprobleme. Seine krassen Flows und vor allem seine eigentlich gute Delivery leiden da schon ziemlich drunter, unter diesem Lispeln. In so einer Situation würde ich tatsächlich auf dieses extreme Flexen verzichten und mehr auf gute Aussprache achten. Wie gesagt, wenn die Aussprache nicht so problematisch wäre und er mehr auf seine Stimmlage achtet, würde er hier übelst abreißen. 13 Punkte für Jastic und Rico und Skorpion bekommt trotzdem noch gnädige 10 Punkte. Nächste Kategorie, Audio, Sound und Hook. Wie schon gesagt, ist Skorpions Stimme generell nicht so angenehm, auch wenn er damit viel Druck abgeht. Aber gerade in Sachen Hooks hört sich das Ganze sehr unschön an und schief ist die Hook an den hohen Stellen auch noch. Die Hook und vor allem das extreme Gelispel sorgen leider dafür, dass man sich die Runde überhaupt nicht gut geben kann. Die Aufnahmequalität sowie die Mische sind noch dazu auch nicht gerade die besten und das hilft dem Soundbild leider nicht weiter. Zum Beispiel an folgender Stelle hört man all diese Faktoren gleichzeitig. Ich kram hier so wie Joker einen Bleistift in dein Auge, was ich brauch ist die Erlaubnis einer Frau, die sagt du talkst nicht den Tanktop. Glaub ich hast du dir gekauft bei eBay wie der Strap-On aus Bacon für dein Vater diesen Schiebe. Das klingt, als würde er statt Bleistift dieses Breakfast-Meme brüllen. Und wenn man gerade denkt, es wird nicht noch schlimmer, versaut er sein Soundbild noch mehr mit diesen abartig peinlichen Redesequenzen vor, nach und mitten in der Runde. Und das insgesamt für 1,5 Minuten der ganzen Runde. Ich verstehe das einfach nicht, warum man das macht. Dieses pseudo-erhabenen Gelaber ist so ultra peinlich und absolut kontraproduktiv für Battle-Runden. Bitte Leute, lasst sowas bleiben und konzentriert euch auf den Text, den ihr auch tatsächlich rappt. Jastic und Rico haben eine echt gute Aufnahmequalität und die Mische ist auch wirklich nicht schlecht im Vergleich zum Großteil der meisten Teilnehmer. Hört sich alles klar und verständlich an. Die Runde kann man sich dank der Seki-Hook auch erst recht gut geben und Jastic und Rico schneiden da auch ordentlich ab. Abgesehen von Ricos zurückhaltendem Stimmeinsatz und den paar Stellen, wo jemand off ist, ist das eine ziemlich gute Audio. Jastic und Rico sollten dennoch mehr mit Doubles und Adlibs arbeiten, um das Soundbild fülliger und abwechslungsreicher zu gestalten. Gerade wenn ihr eigener Flow etwas eintönig ist. Hört sich alles schlimmer an, als es ist, aber keine Sorge, Leute, es sind nur Verbesserungsvorschläge. 6 Punkte für Skorpion, 10 Punkte für Jastic und Rico. Schon sind wir bei der wichtigsten Kategorie, dem Text. Ihr wisst es, Text, Reimtechnik, Punchlines, let's do it. Erstmal danke für nichts an beide Seiten. Kein Text in der Beschreibung, bei niemandem. Jastic und Rico nehmen sich textlich nicht sonderlich viel und beide sind grundsolide bis gut, was die Formulierungen und Struktur des Textes angeht. Man kann dem, was sie uns sagen wollen, gut folgen. Ricos Text ist wohl minimal simpler als der von Jastic, aber wie gesagt, groß ist der Unterschied nicht. Skorpion ist im Vergleich deutlich weniger direkt mit den Aussagen in seinem Text. Da ist auch mal viel Nonsens oder komplett unnötiges Zeug drin wie ich balla balla deine Mama Mama. Der Text ist wirklich all over the place und man hat nie das Gefühl, mal einer Thematik folgen zu können. Noch dazu ist die Runde auch extrem lang, weshalb sich überall wacke und irrelevante Lines befinden. Die Zeilen, die tatsächlich gut formuliert sind oder überschaubar sind, gehen in der Masse von unwichtigen Zeilen leider komplett unter. Da bleibt kaum was übrig. Reimtechnik. Jastic reimt relativ simpel und es variiert zwischen naja und guten Reimen. Rico hingegen hat paar ordentlichere Reime dabei und kaum was schlechteres als okay. Meine Highlights bei Rico: Kita Girls auf Bizep Curls,
Maßstäbe setzen, auf Grabredetexte. So ein paar coole Reime dabei. Die Sauberkeit der Reime ist wohl das Hauptmerkmal. Die meisten Reime der Jungs sind nämlich eher unsauber und sie retten das nur mit guten Betonungen. Im Gesamten also gar nicht mal schlecht, aber da geht noch einiges, gerade was die Sauberkeit der Reime angeht. Skorpionsreime sind unfassbar wack und zweckig. Er versucht wirklich oft Reimketten mit vielen Reimen zu bringen, aber die sind halt alle billig und maximal zweisilbig. Da gibt's keinen einzigen wirklich guten Reim in dieser 6-Minuten-Runde. Der reimt da so Sachen wie Wichser auf Insta, auf Sicher, auf Stricher, auf Blinder, Strich auf Bitch, Rico, Spilo, Dildo, Baller, Mama, Papa, Hammer, Aber, Danach, Langsam, Anal, Amjas, Anders, Sandsack. Das ist schon alles extremst wack, was die Reime angeht. Leute, Qualität, nicht Quantität. Kommen wir zu den Punchlines. Ziemlich schwer hier bei Skorpion Punchlines zu zitieren. Allein schon, weil man einfach vieles schlecht versteht und noch dazu kein Text in der Beschreibung ist, an dem ich mich irgendwie bedienen kann. Die Hauptmessage in seinen Texten ist quasi, dass Chastic und Rico erbärmlich sind, zurückgeblieben, stinkend, sind behinderte Zwillinge, Schwuchtel sind sie auch, Skorpion ballert deren Mamas und knallt sie mit einer Knarre aus seiner Karre ab. Und dann irgendeine Story, wie Rico sich im Zug auszieht und für Jastic strippt? Was? Deine Freundin ist also auf dem Strich und Ricos Mutter ist eine Nutte. Was bitte sind das für Lines? Die erste Zeile in seinem sogenannten Finale beschreibt perfekt und zu 100%, wie gut dieser Text ist. Jetzt kommt das Finale. Dieser Text ist wie, wenn ich freestyle. Ja, Bro, das glaube ich dir sofort aufs Wort, dass du das alles nur gefreestylt hast. Sehr, sehr schade. Im restlichen Teil der Runde kommen nur noch solche Sachen wie Briefwerbung, deine Mutter gibt gratis Handjobs. What the fuck? Ich habe keine Zeit für Adlibs, weil ich diesen Chastic jetzt wegfick. Du versteckst dich und ich komm und bang dich. Oh Mann. Und so weiter und so weiter und so weiter. Nur Bullshit. Und bevor ihr jetzt alle wieder in den Kommentaren rumheult, dass ich hier alles zu schlecht rede, jetzt zitiert mir mal in den Kommentaren die Lines, welche ihr aus dieser Runde als gut empfindet. Macht das einfach mal. Das ist alles zweckgereimte Möchtegern-Scheiße, wo nichts trifft und dann noch absolute Blamage mit diesen Labersequenzen von wegen, dass er sie zerfickt hat und so weiter. Mann, oh Mann. Jastic und Rico sind zwar keine Punchline-Offenbarung, aber immerhin sind ein paar Dinger dabei. Gleich die erste Line ist ganz okay. Ich bin wie damals deine Eltern, ich muss heute über Grenzen gehen. Hiernach kann man dich nur noch als Sternzeichen sehen. Das ist API und hier wird keiner verschont. Je schlechter deine Line ist, desto mehr wird betont. Trifft halt, nachdem man Skorpions Text genauer angesehen hat, gefühlt voll ins Schwarze. Dann haben wir ein ziemliches Dilemma. Ich will den Jungs hier auf gar keinen Fall was unterstellen, aber die Schweinemedaillot-Zeile erinnert schon extrem an Entertainments Zeile gegen Thematic im JBB. Bei deinen schlechten Texten brauchst du lieber mein Lexikon. Und statt Preise gibt's ein Schweinemedaillot. Thematic schreitet seinen Songs und will einen Preis dafür bekommen. Hätte Tick-Titel als Geld, doch kriegt ein Schweinemedaillot. Sonst sind folgende Zeilen noch ganz gut. Und während du wieder Scheiße reimst, mach ich deine Eiche heiß. Deine Crew fässt uns nicht an, als wären wir beide Schweinefleisch. Deine Musikalität ist echt beneidenswert. Hat man dich damals etwa mit Rihanna eingesperrt? Das Rihanna-Ding passt ganz gut, weil Skorpion ja die Umbrella-Melodie in seiner Quali singt. Und die letzte Line ist auch noch ganz okay. Auch wenn ich meine Lot wieder anspannen könnte, besitzt du immer noch die meiste Angriffsfläche. Zumindest ist sie ganz okay, wenn er sie so meint, wie ich denke, dass er sie meint. Also, dass er mit Angriffsfläche Skorpions Körpermasse meint. Ja, und das war's auch schon von Seiten Jastic und Rico. Leider haben sie nicht sonderlich viel ausgeteilt, aber dennoch deutlich besser als ihr Kontrahent. Das macht im gesamten Bi-Kategorie-Text 5 Punkte für Skorpion und 16 Punkte für Jastic und Rico. Nun kommen wir zum letzten Punkt, dem Gesamteindruck. Um das nochmal klarzustellen, ich habe weder etwas gegen die Teilnehmer, die ich in Anführungszeichen schlechter bewerte, noch etwas gegen ihren Rap. Ich verteile die Punkte so, wie ich es im Kontrast zu allen anderen als fair und realistisch empfinde. Wenn ich großzügigere Punkte verteilen würde, würden ja trotzdem die mehr Punkte bekommen, die ich als besser empfinde. Von den Punkten kann man sich sowieso nichts kaufen und man sollte eher das Feedback mitnehmen und an sich arbeiten,
auch wenn es erst hart erscheint. Ich finde, dass Skorpion wirklich und ehrlich Potenzial besitzt, was aus sich zu machen, wenn er sich auch langsam dahin arbeitet und an seiner Aussprache und dem Text arbeitet. Die standen ihm nämlich in diesem Battle sehr im Weg. Chastic und Rico haben für eine Battle-Rap-Runde auch noch gut Luft nach oben frei, aber beweisen hier schon mal, dass sie Hunger haben und ich vertraue darauf, dass die kommenden Runden noch mehr kommt. Für mich geht das Battle klar an Chastic und Rico und somit sind sie in Runde 2. 11 Punkte im Gesamteindruck für Chastic und Rico und noch 7 Punkte für Skorpion. Das macht insgesamt 61 zu 36 Punkten für Chastic und Rico. Und das war's dann auch schon wieder mit der heutigen Analyse. Ich hoffe, sie hat euch einigermaßen gefallen. Wir sehen uns dann morgen in der nächsten. Chaotic ist raus. Peace.